Hallo Leute, was geht ab? Ich bin hier auf einer CMX 500 Rebel von Honda. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich schon mit 21 Jahren mal das erste Mal Chopper fahre. Ich dachte immer, das ist sowas so für alte Leute. Oh nee, nicht vor 50. Ja, 21. Scheiße. Wobei, so scheiße ist das gar nicht. Also ich muss sagen, das macht schon Spaß. Also es gibt Schlimmeres. Jetzt hier mit der Rebel, also auch 500 Kubik. Genau das A2 Bike. Wo mir auch irgendwie auffällt, dass Honda da ziemlich weit ist mit seinen A2 Bikes. Ne? Jetzt hier mit der 500er Rebel. Ein Chopper, A2 optimiert. Die CB500X, die Alex gerade fährt. Eher so das Adventure Bike, auch A2 optimiert. Dann gibt es natürlich noch die CB500F, das Naked Bike, A2 optimiert und natürlich zu guter Letzt die CBR500R, auch natürlich A2 optimiert. Da muss man natürlich sagen, okay, Honda bietet da ziemlich viele geile A2 Maschinen, die man einfach alle so ohne Drossel irgendwas fahren kann. Klar, die anderen Hersteller haben natürlich auch Sachen, aber hier hat Honda einfach mal genau immer ins Rote getroffen, was die Leistung angeht. Sehr schön. Ja, ich habe die jetzt hier in so einem Grau, leicht matt würde ich sagen, doch aber ein bisschen glänzend. Und ja, jetzt haben wir so einen schönen DHL-LKW vor uns. Ist natürlich großartig. Aber dagegen kann man nichts machen. Jetzt kann ich nicht mal auf die Autobahn drauf. Ey, ist das... Kann doch nicht sein, Leute. Ich will doch einfach... Ich will doch nur kurz nach Moers fahren. Mäh. Was ein Mist. Na, egal. Also doch die Landstraße. Ist ja auch eigentlich das Richtige für diese Chopper. Also fahren wir Land. Mal gucken. Vielleicht sieht man ja sogar was. Was da so passiert ist. Aber ich denke mal, genau deswegen ist hier auch schon die Polizei am Drehen und Wenden und Aufpassen. Guten Tag. Hier, ziviles Polizeiauto. Muss man immer aufpassen. Opel Astra. Augen auf im Straßenverkehr, Leute. Gestern habe ich auch ein mobiles Polizeimotorrad, ein ziviles Polizeimotorrad von BMW. Mein Gott, was ist denn heute los? Gestern habe ich ein ziviles Polizeimotorrad gesehen. Ja, da hat er auch ein Autofahrer rausgecasht. Da muss ich natürlich dann auch direkt aufpassen. Nicht, dass der auf einmal losfährt und hinter einem ist. Ne? Also ich finde ja zivile Polizeimotorräder mal ein bisschen gefährlich. Allerdings fallen die natürlich auch auf, wenn man so eine BMW im Kampfmodus hinter sich hat. Da eigentlich die Chopperfahrer da, so ungefähr. Ja, okay, was passiert jetzt hier? Wieso jetzt auf einmal Warnblinklicht? Sprit alle? Mein Gott, was ist hier los? Und ich kann nicht mehr überholen. Egal. Also, was wollte ich heute Schönes erzählen? Und zwar, ich habe nicht nur eine schöne Chopper, sondern ich habe ja auch eigentlich die perfekte Chopper-Bekleidung an. Und zwar eine ziemlich geile Kevlar-Hose von Vanucci. Dann habe ich natürlich nicht nur einen Pulli an, ich bin ja nicht lebensmüde, sondern darunter auch noch eine schöne Protektorenweste. Was so wirklich das Beste ist, das Allerbeste ist, was man tragen kann bei dem geilen Wetter. Denn, ja, was soll ich sagen, also bei 35 Grad, wie wir sie heute haben, da dünstet man schon gut in seiner Lederkombi. Okay, hier ist auch alles gesperrt. Feuerwehr. Ah, ich schätze mal, hier ist wieder eine Bombenentschärfung. Das kennen wir doch mittlerweile. Eine Bombenentschärfung. So sieht es wahrscheinlich aus. Da war nämlich hier schon mal. Da war nämlich auch alles gesperrt. Und auch die Straße war da gesperrt. Und ich glaube, dahinter ist auch irgendwo eine Baustelle. Deswegen denke ich mal, wird es das gewesen sein. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht komme ich gleich hier mal an den blöden Dingen hier vorbei. Aber... Naja, genießen wir den schönen Niederrhein. Ich habe gerade
gerade mal ausgemacht. Ich musste mal so einen kleinen Schleichweg hier fahren, damit ich hier mal an dem LKW vorbeikomme. Habe es erfolgreich geschafft, doch er ist jetzt nur 3 Wagen hinter mir, glaube ich. Fahr doch los. Ah, geschafft. Versuchst du das eigentlich auch immer so an Ampeln irgendwie so nur langsam zu rollen oder immer so anfahren, bremsen, dass die Füße nicht den Boden berühren? Also irgendwie so diese Gleichgewichtsübung mache ich da immer. So gut es geht. Bin bisher auch noch nicht besser geworden. Naja, aber auf jeden Fall. Also ich habe ja eigentlich über Schutzkleidung gesprochen heute. Ich schweife irgendwie noch ein bisschen ab. So, ich bin noch nicht so ein Profi-Vlogger hier. Aber ich stets bemüht, würde ich sagen. Kleidung. Motorradschutzbekleidung ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Haben wir auch im letzten Jahr viel darüber berichtet. Doch es ist einfach so, jetzt gerade bei den Temperaturen, man sieht so viele Motorradfahrer mit kurzer Hose und T-Shirt. Ne? Das ist so behindert. Ehrlich. Das ist so behindert, also da weiß man gar nicht, was man sagen soll, das ist einfach nur krank. Die fahren trotzdem wie die Bekloppten, ne? Aber ohne Rücksichtsverluste dann. Ne? Oder Leute, die sich dann, ach ja, ich habe jetzt genau 3.599 Euro zusammengespart, ich kann mir endlich wieder dieses gebrauchte Motorrad kaufen. Freut uns. Kauft ihr aber auch noch für 1.500 Euro die passende Motorradbekleidung dazu. Wenn du noch kein Geld dafür hast, dann musst du halt noch ein bisschen sparen. Ne? Aber nicht erst Motorrad und dann auch gucken wir mal mit der Kleidung, sondern immer erst die Kleidung am besten kaufen und dann das Motorrad. Denn das ist wirklich Sparen am falschen Ende. Das kann man echt nicht anders sagen. Aber leider sieht man es immer öfter. Auch gerade bei 125er Fahrern ist ja auch oft noch so, ach, das braucht man überhaupt gar nicht. Das ist ja vollkommen Humbug. Schutzbekleidung. Nee, nee. Das ist schon Pflicht, Leute. Lasst euch das gesagt sein. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ich bin jetzt einmal gerade durch Moers gefahren. Ich bin mal gespannt, ob die Autobahn jetzt wieder frei ist. Weil jetzt gerade auf dem Hinweg, haben wir schon gesehen, baut die Polizei überall ihre Sperren ab. Jo, es ist wieder frei. Korrekt. Jetzt fahre ich nämlich mit dem Chopper mal auf die Autobahn. Dann könnt ihr mal sehen, ob mein Chopper, den ich hier habe, gar nicht so langsam ist. Also ich dachte immer, Chopper... sind auch eher so die lahme Variante, aber hier der fährt fast 170 oder fährt 170 wahrscheinlich. Oh Gott, hier ist alles noch gesperrt. Oh, er ist überall Stau noch. Mal, was eine miese. Bah, das war unnötig drauf zu fahren. Nein! Scheiße! Boah, Leute, damit habe ich echt wirklich nicht gerechnet. Also ich habe gedacht, der wurde vorher schon abge... Ma, ernsthaft jetzt? Jetzt muss ich hier... Boah, was ein Mist, ey. Leute, das war echt nicht... Ma, ey. So eine Kacke. Kacke, Leute. Ja, lass... Drück mich ruhig weg. Drück mich einfach weg. So was Ärgerliches, ne? Ma. Ey, ich dachte, ich kann... Boah. Ich dachte jetzt echt, ich kann hier mal schön entspannt bis Linden... Ich kann bis Geldern jetzt über die Autobahn schießen. Aber... Nee, ist nicht. Hab ich nicht mal ansatzweise drüber nachgedacht. Dass hier noch Stau sein könnte. Wegen der Bombenstimmung hier. Naja, egal. Ständer muss man ein bisschen hier von links nach rechts durch. Dann passt er gleich schon. Naja, mal gucken, vielleicht sehe ich ja vorne noch was Spannendes. Ich melde mich dann auf jeden Fall nochmal. Also Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Vlog. Das war das erste Video zu der CMX 500. Und ich würde sagen, vorne rein, bleibt da geil. Ciao! Thank you.
Musik.